Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Kurzes Intro. Weekend League Highlights, Freunde. Wie früher. Nostalgie. Zuletzt hatten wir das, keine Ahnung, wann das war. Es war wieder mal sehr, sehr cool, die Weekend League zu spielen, sage ich ehrlich. Mit den ganzen Leuten im Discord, den anderen teilweise so mal einen Spruch drücken. Ein bisschen Auge legen bei den Rewards. So, das ist schon besonders in der Anfangszeit. Mir fehlt trotzdem, muss ich sagen, diese Top 100, diese... Manfred! Trotzdem fehlt mir diese Top 100, dieses Geschwitze auf dem 30-0. Das muss ich wirklich sagen. Es war trotzdem sehr, sehr cool. Und wir werden weitermachen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es wird aber nicht nur FIFA kommen, habe ich schon mal gesagt. Also die nächsten Tage und Wochen werden, ich mache jetzt sehr viel Abwechslung wieder. Unter der Woche ein bisschen weniger FIFA und dann am Wochenende halt wieder die Weekend League. Weil das kam, also auch abseits vom FIFA kam das alles sehr, sehr gut an. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video und ja, Kuss. Am Ende zeige ich schon mal meine Taktiken und sowas. Also ja, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt und gerne ein Like da lassen fürs erste Weekend League Video. Und wir haben sogar sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Hey Sydney, wie geht's dir nach dem Spiel? Digga, also ich habe sowas selten noch nie gesehen, so ein unverdientes Spiel gesehen. Bitte, Eli, bitte beißt du dir die Zähne aus, du kleines Arschloch. Spieler, lass 8-8 gehen. Lass 8-8 gehen. Sydney ist tagesgelaufen, Chat. Eli, wie ist der Neue? Gut. Oh, Franzi! Franzi zeigt auf den Punkt! Nein, Digga, das ist respektlos. EA, Mann, Digga. Ja. Geil, dann geht's los. Erstes Spiel, ich krieg ein Elfer und der quittet raus. Nein, nein, nein. Die FIFA-Community sind die größten Nuttensöhne, die es gibt. Luciano Napoli. Anstößigen Food-Inhalt melden. Also wirklich, das ist geisteskrank. Ich mach mir jetzt ein Glasspieler. Digga, ich kann nicht. Digga, der verliert ein Weekend League Spiel und macht sich erstmal ein Glas. Macht er sich wegen einem verlorenen Weekend League Spiel eine Mische? Überleg mal. Alan, du sagst OP, Mann. So läuft das nämlich, Chat. So läuft das hier nämlich. Wie verstehst du? Das erste Spiel, bin gerade am Gewinnen. Ja, ich hoffe, du verlierst. Mann, Digga! Einfach auf den Mond. Ist doch gut. Ehrlich, die Härte. Tu es! Tu es! Weil ich ein guter Spieler bin! Wie, was wird das denn? Wir gehen wieder rein in die Weekend League. Digga, also Real Talk Check, guter Spieler, schlechte Server, Nuttenspiel und E8 sind Bastarde. Rot. Eli wollte 97 Jubel machen, aber ich mache erst mit dem Stadion bis. Ja, scheiße. Ja, deswegen hast du nicht gewonnen. Er hat so Elfmeter-Tor gemacht, dann ist er so gelaufen nach Jubel, als er überlegt, ah nee, du bist nicht da. Eli ist nicht da, da mache ich das Wetter, hat er gesagt. Ja, dumm. Er hat einfach vergessen. Lass dir nichts sagen, Noah, lass dir nichts sagen. Würdest du lieber 20-0 holen oder 3-Tor? Ich sag dir ehrlich, ich würde mich sehr cool fühlen. Ich würde es auch sagen. Ist mir doch egal. Natürlich. Weißt du, wie cool ich mich gefühlt habe, als ich Hattrick in der Kreisliga C geschossen habe? Digga, du hast Insta-Bio gemacht. Du hast drei. Ich habe Post gemacht, Digga. Ich hab emotionalen Post gemacht. Mann, Digga, 2-1! Der war wirklich emotional, Eli. Das wäre nämlich schon wieder. Das wäre die Spaßliga, so wie wir sie kennen. Und warum ist sie dann die ganze Zeit vorne? Weil ich ein guter FIFA-Spieler bin. Cool, Eli. Hast McGee du gesehen? McGiddy cancelled. Man zack, freut zack. Sich so, wenn man das macht. Man fühlt sich so versuchtet. Baum. Will liegt 1-0 hinten. 3-2 hinten. Oh, könnte Bruch werden. 3-2 gegen Zürich eSports. Du Dreck, du wirst niemals eSportler. Es kracht in... Oh, das hat gut gebrochen. Oh, spiel doch. Oh mein Gott. Das ist der klassische Recht, das Stick einfach drehen. Digga. Guck mal, wo haut der hin? Auf dem Tisch oder vor was? Dick, mitten und er spielt einfach so weiter. Ey, schaut mal bitte, wie er ausholt. Ja, schaut mal, wie er ausholt. Nein. Ey, der kommt zurück. Boah, hat erstmal out, Leute. Boah, hat erstmal out, Leute. Digga, ich wünschte so... So eine Gegner will ich auch. So, ich will genau so was wie Rohat. Gegen so welche spielen. Wie sie dann brechen. Das ist doch so geil. Meine PlayStation, warum machst du alles kaputt? Dann fick dein Vater. Damit du Geld bekommst, du Hundesohn. Du Hundesohn. Ja, sehr schön gesagt. Wenn er jetzt ins nächste Spiel geht und das verliert, dann sind wir im sogenannten freien Fall. A few moments later. Rohat hat FIFA deinstalliert.
glaube ich. Und nochmal seinen Controller weggeworfen. Ey, Rohr. Hallo, Rohr. Yo, what's up, Bro Joe? So, Mann. Ey, Rohr. Ich schaff alles, ich will Grant. Wohin so ein Spiel? Schwöre, ich war viel besser, Mann. Der ist gemutet, der Bastard. Boah, hör mir aber zu, Bruder. Hör mir nur zu. Du bist auch gemutet, du Schwanz. Dann ohne Haare. Der hat 94er, sie dann. Ja, Eusebio. Und Eto'o. Kopfballduell gewinnen? Er hat Eto'o eingewechselt. Alle verloren, also es tut mir wirklich leid. Ich habe alle, ich habe jeden einzelnen Kopfballduell im 16er verloren. Wirklich jeden. Also ich habe wirklich 6 von 6 Kopfballduelle im 16er verloren beim Gegner. Rollins spielt IV bei ihm, glaube ich. Oh Gott. Ja, Rollins spielt IV. Nee, Abpraller bleibt beim Gegner. Ball ist noch heiß. Oh. Fernschuss aus 1000 Meter Innenlatte. Oh. Kopfballduell gewinnt Nunes jedes Mal. Abseits. Das Game ist ein Haufen Scheiße. Wo muss ich eine Mail hinschreiben, wenn ich eine Beschwerde habe? Wo muss ich eine Mail hinschreiben? Das kann doch nicht sein. Leute, ich wurde schon 37 Mal von Nunes gefickt. Ich kannte den vorher noch nicht mal. Nur um euch abzuholen, Mickey 3-2 hinten in der Verlängerung. Kohlsäure ist auch noch geplant, ja. 4-2 hinten, das ist das 0-4 in der Weekend League. Digga, es steht 0-4 dann. Das ist krass. Aber ist Mickey so schlecht in der Weekend League? Aber beleidigt seine Spieler als Bastarde. Habt ihr gesehen, wie lange der braucht, um abzupassen? Ich hab's gesehen, Micky. Ich hab's gesehen, das Spiel ist. Warum zieht ihr mich? Um dich nochmal aufzupushen. Micky ist voll wie Chat. Wisst ihr, was mit dem Markt passiert ist, Chat? Weil EA Sports aus Vancouver in Kanada einfach nur Much ist? Nichts ist alles wieder gut. Wie? Wie soll alles wieder gut sein? Weißt du, wie da Leute rasiert worden sind? Digga, Ginola war bei 1,1 Millionen, Chat. Weil EA Sports aus Versehen, und es war aus Versehen, weil es das Pack nicht mehr gibt, 15 Minuten lang konntest du für 25k eine Hero-Karte ziehen, tauschbar. Ach du Scheiße, der war bei 1,1 Millionen, weil alle haben gezogen. Und guck mal, wie oft der auf dem Markt ist. Guck mal hier, ich bin bei Seite 5, wir sind bei 8 Minuten. Ist das geisteskrank. Ich frage mich, wer da auf so eine Ideen kommt. Auch Touré, Chat, guck mal, was mit Touré passiert ist. Das ist geisteskrank. Umut 5 Stück für 1,1 Millionen bekommen. Oh mein Gott. Ich sag, die wollten das und tun jetzt so auf wahre Fehler. Also wenn die das machen, also das ist geil. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute gefickt worden sind, ne? Also so die Leute, die investiert haben zum Beispiel. Die haben die so auseinandergenommen. EA-Praktikant. EA treibt es immer wieder auf die Spitze. Ich sag dir, es gibt zwei Optionen. Entweder machen die das mit Absicht, was ich nicht glaube, weil die haben damit sich viel zu viele Hater gemacht. Oder die meinen das halt ernst und haben da Leute sitzen, die höchstwahrscheinlich nicht mal einen Hauptschulabschluss haben. Also ich frage mich, wie jetzt gerade in Vancouver reagiert wird. Wie wird auf diese Situation reagiert? Und es war nicht geplant, Chat, weil die Packs sind nicht mehr verfügbar. Die machen die Spiel mit dem Feuer, Freunde. Nächstes Jahr gibt es einen Konkurrenten, und zwar die FIFA. EA Sports und FIFA wird nicht noch einmal ein Spiel zusammen raushauen. Die werden getrennte Spiele machen. Uns juckt es weniger, weil das für uns Content ist. Aber für die Leute, die wirklich da Kohle reingesteckt haben, so die dadurch ihr Spaß haben wollten, so 500 €, die dadurch eine Million gemacht haben an Coins, und dann wegen einem Spielfehler FC Sommer und dann wegen einem Spielfehler so geknallt werden. Ja, das ist 500 krass. Points für ein Hero. Oh mein Gott, ich spiele gegen absolutes Öler-Team. Das Team sah ganz schön gut aus. 4-4-2. Posten! Guck mal, er erneut seine Ballannahme an. LOL, was ein schönes Tor, Kappa. Erstes Spiel des Tages, ist immer so scheiße. Boah, Digga, das wäre angekommen, ne? Roter Ball. Digga, habt ihr gesehen, wie viel Stress sie dann bei der Ballannahme aber hatte? Nee! Oh mein Gott! Was ein Pass, Digga, das gibt's nicht. Illegale Eintorvorlage, Frieda Eintorvorlage. Oh, schlecht. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich kommt er da am Ball. Habe den Ball, passe den Ball, habe den Ball, passe den Ball, habe den Ball. Hurensohn. Hallo, hey. Mann, Digga, oh mein Gott. Was macht der denn? Ey, irgendwie ist mein Gegner, also er kommt die ganze Zeit so einfach vor das Tor, Digga. Guck mal den an. Weiß schon. Oh mein Gott, 2-2, was war das für ein Tor? Ja, das wird ein Trümmerbruch, Chat. Ohne Witz, das wird ein Trümmerbruch. Ein Angriff ist so scheiße.
Und alles scheiße von Rash. Ich bin auch gerade im Bruch, ne? Bei mir, ich habe voll das Schwitzerspiel. Ich habe 2-0 geführt, dann hat er 2-2 gemacht. Mit Eldor-Shot und Außenrissflanken. Ist der Vera immer noch? Ja, ich dachte, er quittet. Ich habe nach 12 Minuten 2-0 geführt. Er hat irgendwas umgestellt. Meine Eldor-Shots gehen noch nicht mehr rein. Irgendwo nie. Illegaler Classic. Oh, was? Digga, wie hat Alisson den gehalten? Oh mein Gott. Okay, Chat, das Spiel werden wir verlieren. Ich habe es schwarz auf weiß. Ich kenne diese Spiele. Ich spiele die Weekend League seit 6 Jahren. Sowas sind die typischen Verhaltensmuster. Doch, weil ich ein guter Videospielspieler bin. Um es kurz zu machen. Na, warte, ich konzentriere mich jetzt erstmal, weil der Typenwichser ist. Digga! Ich schwöre, dieses Spiel ist komplett verbuggt. Hast du das Gegentor gesehen? Alter, Schatz. Schon das zweite Mal, Digga. Ich spiele mir meine Tore so raus und die gehen nur auf sowas. Digga, ich werde ausrasten. Ist das krass. Rot. Christine, zeig in die rote Karte. Ich sehe sowas. Zidane hat EA-Schuhe an. Alle Icons haben EA-Schuhe an. Habt ihr gerade gesehen? Ich will Seitenwechsel machen. Und er schießt mal... Das ist es jetzt. Boah, ey, hab ich reingeschwitzt. Ja, und jetzt machst du ein paar Eigentore, ne? Jetzt machst du nochmal ein paar Eigentore, Haaland. Guck mal die Gegentore, Chat. So schnell. Das hat nichts mit guten Spielen zu tun. Das Ding hier. So, also das sind einfach aus... Wobei der, da sage ich nicht mal Scheiße, weil das war ein guter Schuss. Da sage ich, okay, weißt du was? Okay, ist ein OP'er Schuss, von mir aus ja. Aber das Teil hat nichts mit guten Spielen zu tun. Das ist einfach eine verbuggte Animation. Guckt euch Frankie de Jong an. Guck mal, mein Torwart. Oh, schöner Eldershot. Das ist ganz schlimm. Die Torhüter stehen viel zu weit draußen und kriegen. Der kam ja nicht mal stark aufs Tor. Der fliegt wie so ein Chipper. Und dann springt er auch nicht hoch, mein Torwart. Guck mal, er springt nicht. Er springt nicht. Das ist Alisson. Er fällt einfach um. Das ist echt anstrengend. Das sind leider einfach nur Bugs. Aber das ist normal. Ich habe von 7 Spielen. Ich glaube, 3 oder 4 Mal gegen Ronaldo und Mbappé gespielt. Was ja nicht schlimm ist, weil ich auch so ein Team habe. Aber was ist denn passiert mit den ganzen Spielern? Warum haben die denn alle so eine Teams? Jetzt spiele ich gegen jemanden, der E-Sport im Clan-Tech hat. Wo sind meine Spieler? Alisson? Ja, das Ding ist over. Das Ding ist over. Das Ding ist over! Illegaler Classic funktioniert natürlich nicht in so einem Spiel. Aber wenn ich 7-0 führe, dann geht der rein. Oh mein Gott, Rullet. Guck mal, du hast 5 Sterne Weak Foot, Rullet. Sowas muss ankommen, Bro. Ist das verschwitzt? Ein Schuss. Oh mein Gott, die Ballannahme. Wie der in so einem Bogen um den Ball noch laufen. Ja, Digga, Mondi. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn man über die Außen nicht durchkommt mit Mondi, mit Lanfi und mit Walker, mit Lanfi. Nein. 75. Minute 0-0. Es wird ein Eldershot, ehrlich, ich sag's dir bewusst. Seine komplette Abwehr hat Lanfi. Come on, Patrick! Pad. Oh. 0-0-90. Minute, der ist echt gut in der Abwehr. Die eine Chance, Chat. Die eine Chance mit R9. Die muss reingehen in so einem Spiel. Geht sie aber nicht. Wow. Bitte, Early. Oh. Hä? Ich glaube, abseits. Deswegen. Ich glaube auch. Genau. Ja, wenn es ein 0-0 nach 120 ja, ich schwöre, das Spiel macht auch gar keinen Spaß, ne? Das ist alles so langsam und wenn du dann gut in der Abwehr bist und die ganzen Spieler so krass schnell da hinten in der Abwehr. Meine sind ja auch so OP, deswegen schießt er ja auch nichts. Kriegt er ja auch nichts hin. Christine! Wie soll denn er den Ball haben? Och, Zinedine Zidane, Bro. Oh, wie kommt der nicht an, Chat? Er hat noch gegrätscht. Wie kam der nicht an?
Alter Falter. Ich geh Fulmiot. Es ist so ein Durchbruch, ne? Ich schwöre, dieses Spiel fickt mich jedes Mal aufs Neue. Gegründet hat, sein Vater hat nicht verhütet. Es ist so krass. Es gab zwei gute Chancen in dem. Ne, okay, er hatte auch eine. Soll ich dir mal was sagen? Sag es. Nein, Melina, das zündet nicht. Das zündet nicht. Wenn dieser Ball reingeht, läuft dieses Spiel ganz anders. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen, ne? Guck mal, wie kann der nicht reingehen? Wie kann der Ball nicht reingehen? Guck mal, der war übertrieben gut, der Gegner an der Abwehr. Wirklich. Aber wie kann dieser Ball nicht reingehen? Du kriegst nicht so viele Chancen in so einem Spiel. Zack. Jetzt. Wie geht der nicht rein? Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn der reingeht, sieht es ganz anders aus. Und ihr denkt, es gab drei gute Chancen in dem Spiel. Von mir zwei, von ihm eine. Und dieses Hurensohn-Spiel. Ach, Digga. Ich will. 0-0 nach Elferschießen verloren. Es ist so ein Nuttensohn-Spiel. Es bricht mich jedes Jahr aufs Neue. Nuttensohn-Spiel. Gemacht von EA Sports. Ich hoffe FIFA. Die FIFA bringt ein gutes Spiel raus. Schade, Bro. Salam alaikum, wie geht's dir, Bro? Nein, Bruder, hat's nicht gerade. Oh, nicht jetzt, es ist schwierig, oder? Schwierig, oder was? Schwieriges Game, Bro? Ja. Okay. Nicht mal gefragt, wie Spiel war von deinem Bro, von deinem Habibo. Hab ich doch schon. Hast du mich gefragt? Nein. Alter, Bruder, hat's doch schon. Frag ich dich immer? Ja. Wow. Ah. So, Eli, mein Bruder, wie war's Spiel? Hallo, Salamu alaikum, Willi. Wir haben gewonnen, Bro, 6-0. Deine Brüder haben getroffen. Wallah, schön. Ich bin sehr stolz. Dankeschön, freut Bruder. Mich. Wie war Luciano-Konzert? War cool. Ich hab gehört, der Türsteher, der von Dings da. Ja. Der hat dich reingeholt. Von Tasmania-Spiel und Eli Geller Cup. Ja, der Mann, oben. Meinst du denn Willi? Nächster Quint, Digga. Was ist hier los, Digga? Ich hab zwei Spiele in 5 Minuten gemacht. Richtiger Boss, Digga. Ich hab's mitbekommen mit Ronaldo Tor. Pack Luck to Glory heißt der. Haaland Mbappé, Valverde, E-Sportler. Oh. Fünferkette. Habt ihr Dreierkette jetzt am Ende gespielt? Ja. Ja. Was ist denn das? Ging Easyfit, oder? Ja, geht. Ich fand, wir haben besser in Viererkette gespielt. Heute war das ekligste Game. Mach, guck mal Van Dijk an, Bruder. Warum? Weil die Gegner es waren einfach gegen die. Zwei Viererketten gemacht. Willi, ich lass mich in die Viererkette fallen, damit ich den Ball einmal bekomme, weil die ganze Zeit jemand an meinen Arsch klebt. Ich geh in die Viererkette rein, der läuft mit mir mit. Ich guck, ich werde in der Innenverteidigung gemanndeckt. Hier teilweise denkst du mal. Ich konnte den Ball kaum bekommen. Und die haben gut verschoben. Es war echt schwer, da durchzukommen. Unser erstes Tor, das war Man City-Tor. Ich schwöre, das war übertrieben schwer. Wie Julius den Ball gespielt hat, ohne Sinn. Andi sagt, sowas müssen wir öfter machen. Digga, sowas passiert in 20 Spielen einmal oder so. Ja, ich schwöre, geiles Tor. Den hätte ich, bei Profis hätte ich den auch nicht erwartet, dass er ankommt. Ja, Digga, so ich will mir, man kriegt keine Bälle auf 10. Ich will mir den Ball abholen. Der Typ, er rennt mir die ganze Zeit hinterher. Und er hat mich die ganze Zeit vollgelabert. Ja. Er meinte, brauchst gar nicht den Laufweg da reinmachen. Den Raum kriegst du nicht und so. Der hat mich die ganze Zeit vollgelabert, der eine. Der Kapitän von denen. Ja, ich habe die ganze Zeit mit dem Witze gemacht. Eli lässt sich einfach von den abfacken. Ja, ich schwöre, der hat mich so abgefuckt. So genau abfacken. Das wäre doch, Digga. Du musst einfach zurückscheiße da waren. Er sagt, den Raum kriegst du nicht, Bro. Er hat doch ganz ehrlich gesagt, 1-0. Und du sagst so zu denen, jetzt müsst ihr langsam aufmachen. Er so, nee, ist doch alles gut, genau da. Digga, ich schwöre, die haben einmal eine Ecke bekommen. Nach 25 Minuten haben die eine Ecke bekommen. Die sagen so, und jetzt haben wir da so, wo wir sie haben wollen. Ich schwöre, die hatten 15% Ballbesitz oder so. Jetzt haben wir sie genau da, wo wir sie haben wollen. Kennst du, Platz war richtig scheiße. Man macht so einen Fehler, der Ball geht so ins Aus oder so. Aha. Die sind nervös! Ja. Die waren nicht gemein oder so. Die haben voll geile Sprüche auch gemacht. So. Ich fand die selber ein bisschen witzig. Er sagt so. Hast du zu dir gesagt, Mo, als er auf dem Boden lag? Ich geh auf, du Sack! Du hast gar nichts! Geh auf, du Sack! Den Raum kriegst du ja nicht. Alter, ich geh auf und mach den Elderschlag. Ja, einer hat die ganze Zeit in meinen Arsch reingezwickt. So, ja, bei Einwurf. So. Ich will mich so. Dann geht mal reinlehnen. Er zwickt in meinen Arsch die ganze Zeit. Komm hoch, Mo, das
ist keine Liegewiese. Stimmt, Digga, das hat auch einer zu ihm gesagt. Komm hoch, du hast hier keine Liegewiese, hat einer gesagt. Stimmt, Digga. Bei Regio Nordost damals, da waren ja nur solche so Ossis-Fans. Da kommst du so rein, es wird eingewechselt und dann schreit so ein Fan, der kommt drauf und hat nicht meine Schuhe zu. Und ich guck so runter und die ganzen Fans lachen mich aus, weil meine Schuhe waren offen, waren zu. Hä, warum sind die Server gut? Das ist die viel größere Frage. Ja, gerade sind sie gut. Oh nein. Was? Oh. Bruder, R9, ich schwör's dir. Warum in solchen Spielen immer? Er muss einfach querlegen, ich stehe komplett frei. Er hat mich nicht angespielt, er hat irgendwas Verrücktes versucht. Willi, du musst dir überlegen. 2-0! Bilo hat gedribbelt und du wusstest schon, er spielt nicht, aber Eli steht komplett frei links, weißt du? So 2 gegen 1. Aber zweimal, Digga, er hat zweimal gemacht. Genau, dass er nicht abspielt. Er so, Bilo, 13 Mal geschrien, trotzdem Ball nicht bekommen. Ja, der so, Eli guckt den wirklich so richtig mit Todesblick an, der so, Bilo, ich bin jetzt wirklich gerade sauer auf. Ich schwöre, hab ich wirklich zu ihm gesagt, ne? Digga, weil ich bin so einer, der wirklich immer abspielt, so bei sowas. Digga, er hätte einfach rüberlegen müssen, das war noch bevor er sein Hattrick hatte. Ich stand komplett frei auf der anderen Seite. Wenn er mich anspielt, ich lege sogar nochmal quer, wenn er will. Aber, ja, ich war wirklich sauer. Weil ich hätte ihn wieder angespielt. Oh mein Gott, Digga! Das ist eigentlich meine Abwehr. 88. Minute hält er sowas. Boah! Ein Top jetzt! Die meinten, Röntge sieht nach einem Bruch aus, aber ist so ein komischer. Also gar nicht ganz so krass schlimm. Und, Der wird umgehauen, weil er einmal gedribbelt ist. Und der hat sich Sprunggelenk gebrochen anscheinend. Aber morgen soll er nochmal eine zweite Meinung irgendwie holen. Und auf jeden Fall, also es ist ein Bänderriss oder Sprunggelenk ist angebrochen. Das hat er zu mir, warte hier. Torwart von Gegner wahrscheinlich Kreuzer. Ja, das habe ich auch direkt gewusst. Hab noch nicht genau selber, bin erstmal aus dem Krankenhaus raus mit Gips, haben nur gerönt, eventuell was im Sprunggelenk gebrochen, im schlimmsten Fall. Der Bereitschaftsarzt war sich aber noch nicht sicher und will das morgen mit seinen Kollegen besprechen. Parallel soll ich zum Orthopäden gehen, mal sehen, was die sagen mit Bildern. Cyborg. Aber diese Woche, dieser Pitch hat man nicht gemerkt, glaube ich, oder? Alle, die Statement reinschreiben waren. Nee, diese Woche nicht. In der 120. hast du 2-2 kassiert. Und davor. Ja, aber jeder steht gut, check's nicht. 11-2 stehst du. Wieder 9-3. Der war doch am Anfang gut, Digga. Ja, einmal war er ein Meme. Ich hab's gar nicht gecheckt. Oh. Wir haben ihn so geärgert, dass er den die Earnings geholt hat. Aber okay, war ja Team Cup. Guck mal, wie unverdient. Guck mal, Walker an, Bruder. Guck mal, sein Dribbling an mit Walker. Ja. Das ist der Grund, warum ich FIFA spiele. Eli Geller Classic. Wie er das besser? Musst du ihn schicken. Oh. Was? Okay, crazy. Oh, hast du den Schuss von der neuen gesehen? Guck mal, CR7 Ballername an. Bei 0-0 quittet mein Gegner, ne? Jakob Snappel, 93er Jahrgang. Was läuft schief in deinem Leben, Digga? Was läuft schief? Haben die Tor gemacht? Ja, Sané. Ich schwöre, Chat, es ist so ein Spiel! Welches Team hat gewonnen? Mainz. Aha! Gut gespielt! Einer denkt, er kriegt Punkte für Spielaufbau. GG's rein, wir stehen 13-1. Könnte 19-1 werden. Ja. Fünferkette? Digga, er heißt TikTok ist mal live. Das ist ein Zeichen-Chat. Ich kotze im Strahl, Digga. Allein für den Namen muss ich gewinnen. Ach du Scheiße. Oh. Jetzt wird kassiert, aber eins. Och man, oh. Das hat er aber gut gespielt. Ich habe es euch gesagt über die Außen-Chat. Ich sehe doch sowas. Ich kann Spiele analysieren. Bruder Mbappé, deine Ballannahme, nimm den Schuhspanner, wirklich, nimm ihn raus. Oh. Hey, R9, über die Außen in die Mitte und da mache ich jetzt nochmal 2 Tore so. Aber siehst du, grün getroffen, geht nicht rein. Verstehst du das, Eldorz? Verstehst du das, Eldorz? Du verstehst das doch langsam. Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt, was will er?
Mach, tu! Tu es! Onkel Kamo! 19-1, Chat! Wir kriegen 3 Player-Picks, ein 50k-Pack, ne, 225k-Packs, 3 Premium Team of the Week Packs. 100k kriegt man nur. Früher hat man einfach 200.000 bekommen, wenn du in die Top 10 gekommen bist. Der erste gekommen ist 250.000. Ja. Ein Elfer, 5 Picks und 250k. Im Monat noch eine Icon. Ja, Mann, Digga, das war so geil früher. Timo Werner vielleicht für den Dingser? Elegri. Timo. Timo Abi. Baby Timo. Timo ist nicht mal 20k wert. Passt. Oh. Das soll Haaland auf Wish sein, ne? Der falsche. Ja, wir nehmen den aber so, ja. Alex, Sirlot. Und jetzt nochmal hier in Haaland in Rot. EA Sports. Es gibt keine besseren Rewards. Oh! Haaland in Rot! Oh mein Gott! Haaland in Rot! Ich hab ihn wirklich gezogen! Digga, Haaland in Rot! EA Sports, ich hab nichts gesagt, ihr seid die Besten. Oder ich hab 20 Rewards gesehen, ja. 20 für keine Ahnung. Alter, ich brauch ihn eigentlich nicht mal. Ey, ich hab. Wie? Der ist bei mir der beste Spieler. Ich hab den Inform gekauft. 600.000, er ist der beste. Den spielst du im Main Team. Du wirst gleich sehen, was er in 8 Spielen machen will. Oder mit dem Füllkrug. Füllkrug ist ein Weltspieler. Haaland in Rot? Haaland in Rot, Amar, verstehst du das? Weil Digga, gute Spieler belohnt werden. Ey, hab ich gesagt. Weil gute Spieler belohnt werden, Amar. Hi, Bro. Ich habe 19-1 geholt, Bro. Und weißt du, wen ich in Rot gezogen habe? Nee. Weißt du, wen ich in Rot gezogen habe, Bro? Nein. Entweder rufst du mich an, weil es gottlos schlecht war, oder du rufst mich an, um das zu sagen, was du mir sagst. Ah, okay. Denkst du, ich ziehe wirklich was Gutes? Ich wollte dich anrufen, um dir zu sagen, dass ich nur Scheiße gezogen habe. Gott sei Dank. Oh, schade, Bro, aber Glückwunsch zum 19-1. Danke, Bro. Danke, Bro. Eine Sache hätte ich noch. Ich habe Haaland in Rot gezogen, du Stück Scheiße. Weil ich der bessere FIFA-Spieler bin, weil ich ein guter Videospielspieler bin. Haaland in Rot. 15 Siege. Du hast einen Scheißdreck. Alles abgestoßen. Verstehst du das? Ja, ich freue mich und ich kenne dir das. Ja. Und jetzt mache ich schon meine anderen Packs auf. Und dann hole ich mir Haaland nochmal tradable. Hoffentlich zweimal. Digga, du bist. Okay, hör, wir sehen uns. 15-5, wen hast du nochmal gezogen? Ja. Top, ne? Bis morgen in Discord. Das ist schön für Nachtritt. 200 Millionen Geller Points, Chat. Hier werden jetzt so viele Leute brechen. 50k Pack. Boah, so eine Icon wäre geil, auch für YouTube-Video. Dein YouTube-Video hast du schon. Ich glaube, es war. Nächste Woche lieber Icon. Ja, stimmt, nee, ist doch kein Walkout. Hä? 300 Millionen Geller Points sogar? Ach du Scheiße. So, hier ist schon mal gar nichts drin. Gibt es überhaupt einen Inform, der cool ist außer Haller? Irgendwie glaube ich, dass Haller kommt. Ach, guck mal hier, nicht mal Walkout. Diese Dreier Inform-Packs, Chat, ich schwör's dir, in Mordor wurden die gemacht. In diesem Höllenfeuer wurden die gemacht. Oder das ist so ein 30.000-Pack. Du weißt ganz genau, daraus bist du 30.000. 30k, passt. Am Schicksalsberg, Digga, wurden die Dreier-Packs gemacht. Leao, nur 60k? Ich glaub schon, ja. War der letzte, war der gestern. Walker. Oh. Gönn, Stopp, wenigstens Thread? Nee. Was ist das? Smalling. Also ich hatte keine Hoffnung in den Dreier-Sets. Ich sage, guck mal, letztes Jahr, also oder in den coolen FIFAs, konnte man 81 ziehen? Ja, oder? Ach, Digga, diese Dreier-Sets. Ihr hast ein 11er-Set, ihr müsst euch überlegen. Es gab 18 Informs und ihr konntet 11 davon ziehen, die 81 plus sind. Und es gab auch mal Info, also Sets, da gab es nur 11. Die 11, die krass sind. Du konntest dir ausrechnen, wie viel Coins du im schlechtesten Fall machst. Mhm. Ich belief so hart, ihr müsst loslassen, Chat. Lass los. 3 Informs, lass los. Oh, Walker. Oh. Gönn wenigstens den Thread. Thread! Oh, gönn! Nee, ist nicht. Geht zu langsam hoch. Aber er hat den Thread, ist gut. Die haben einmal Thread gegönnt, wenigstens. Das war der Thread. Das sind aber auch schlechte Menschen, Digga. Die machen das mit Absicht. Oder der bestimmt, weißt du? Der hat ein Tor gemacht, so ein Dreckstor eingeschoben. Die dann dachten, egal. Bei 6-0 ein Tor gemacht gegen Island. Schlechte Menschen, Digga. Der kostet. Ey, der sagt, der ist geisteskrass, kostet 10k. Ne? Digga, das ist. Ach, scheiß auf die. 2 Tore, ein Assist? Okay, dann passt. Du sagst mir, wie gut das Pack ist. Ich guck nicht hin. Okay. Skala 1 bis 10. Ich guck nicht. Nein, du bist ein schlechter Mensch. Ich schwör's dir. Ich sag nur eins. Sag. Brasilien Walkout. Brasilien Walkout? Wenn du jetzt den Spieler richtig errätst, 5 Gift-Subs von mir. Dann ist es nicht Neymar. Hey, warte mal. Thiago Silva, Neymar, wen gibt's noch, Digga? Thiago Silva, Neymar, Eder Militao ist kein Walk, oder? Nee, ist nicht. Es gibt nicht so viele. Alisson? Neymar. Alisson, dein Call.
Neymar. Oh mein Gott, es gibt Casemiro. Es, du bist auch ein Wichser mit deiner Reaktion, ich schwöre. Ich habe bei Brasilien Walkout so geguckt. Thiago Silva ist doch Walkout, oder? Vini spielt Golf. Oh, Vinicius. Anthony. Ach du Scheiße. Ach du Kostet 30k oder so? Okay, wir machen Chatback. Wir gucken in Chat. Okay. Wenn ihr wollt, Chatback, Chatback. Ich habe aufgemacht. Ich gucke nicht hin. Der neue Messi. Ja, ja, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Icon gezogen. Oh mein Gott. Bruch. Das sind die ersten Indizien. Oh mein Gott. Okay, dann aber. Ach, Digga, es sind so eine Wichser. Ich schwöre. Aber ich schwöre, bei diesem Oh mein Gott. Ja. Aber du siehst, sobald einer eine Scheiße reinschreibt, du weißt, dann ist es die Wahrheit. Weil du kommst nicht einfach so auf Navas. Ich hab so in meinem Augenwinkel, war so weiß. Ich so, okay, vielleicht doch Icon. Ja, Icon, Bro. Oder nice, dann einfach Abschluss. Walker? Was waren das für 125 K-Packs? So, das war das Team. Ingame haben wir gespielt. Ach, Bruder, ich krieg hier einen Rappel. 4-4-2, so hier. Aufstellungen. Walker RV, samt Broadcasten links, Vieira und Van Dijk IV. Vieira ist die beste Karte. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen guten Vieira gespielt. Alisson, ja, war okay. Alisson 7 von 10, Van Dijk 10 von 10, Vieira 10 von 10. Sage ich nicht oft, aber es war geisteskrank. Also die IV ist die beste Endverteidigung im Spiel, sage ich. Vieira und Van Dijk. Rechts Walker 9 von 10, links zum Broadcasten 9 von 10. Abwehr völlig gestört, weil die alle Lengthy haben. Die verlieren keine Zweikämpfe. Hullet war ein bisschen enttäuschend, sage ich dir ehrlich. Quatschcall gewesen. Also nicht mein Spielstil. 6 von 10. Zidane fand ich besser. Aber wen gibt's denn da? Ich weiß es nicht. Touré vielleicht mal. Also ja, ich spiele Hullet. Er kann nicht besser sein. Ja, Hullet 6 von 10. Zidane 8 von 10. Zidane fand ich sehr gut. Mbappé 7 von 10. Jorginho 6,5 von 10. Wir haben CR7 vorne im Sturm gespielt, nicht Haaland. Der Elastikus reingebracht. Ja, CR7 8 von 10. R9 9 von 10. Alle meine Tore Elastico, Tor, Eligella Classic. Anweisungen, hinten bleiben bei den Außenverteidigern. Einer der beiden Sechser hinten bleiben, der etwas defensivere, das ist bei mir Hullet, weil sie dann ist, ne? Hullet hinten bleiben und Mitte abdecken bei beiden. Außen habe ich für Flanken, glaube ich. Habe ich da irgendwas gemacht? Nö. Hier habe ich nichts gemacht und bei Mbappé habe ich außen bleiben gemacht. Ohne Sinn. Aus Versehen. Und hier im Sturm gar nichts. Das war ausgeglichen. Ecken 1, wenn man eh keine Eckentore macht oder ich. Freistöße 1. Breite 55 und Tiefe 50 und da unten das Gleiche. Das waren die Taktiken. Ja, Freunde, wir haben ein 19-1 geholt. Wir haben im Elferschießen verloren. Hätte auch safe ein 20-0 sein können. Wir haben sehr gut gespielt. Ich fand es auch sehr gechillt mit Mo hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal kostenlos. Dann verpasst ihr nichts. Und ja, wie gesagt, war sehr, sehr geil und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet das Video genießen. Kuss.